Hallöchen und willkommen hier zu einer neuen Folge Ark Ascended Scorched Earth. Und ihr seht's schon, naja, ja, Rudi ist weg. Passiert. Genau, Rudi, wo auch immer du bist, wir denken an dich. Der Kleine hat sich auf und davon gemacht. Und was sollen wir sagen? Ohne Todesnachricht. Er ist einfach verschwunden. Also vielleicht hängt er irgendwo auf der Metaebene, aber Rudi ist auf jeden Fall weg, ist nicht aufzufinden, nicht unter die Karte gefallen. Er ist einfach weg. Keine Nachricht im Triblock, nicht in der Zähmübersicht, nichts weg, einfach fort. Das ist richtig komisch, aber deshalb steht jetzt hier schon mal ein Grabstein, damit wir eine kleine Erinnerung haben. Vor allem das Witzige an der ganzen Sache ist ja, in Anführungszeichen, wir hatten ja nach der letzten Aufnahme, haben wir den Server verlassen, der lief dann halt irgendwie so 2 Tage ohne unser Zutun, mehr oder weniger. Da dachte ich so, okay, ist er vielleicht währenddessen irgendwann verschwunden. Ich habe tatsächlich so weit zurück, also mit Backups so weit zurück eingespielt, dass wir sogar noch den Säbelzahn hier hatten mit 10%, also kurz nach dem Zähmen sozusagen. Genau. Und Rudi war da auch weg in den Backups. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ja, das scheint irgendwie ein Problem mit Ark zu sein, was ganz überraschend ist. Da hat sich die Ark-Charakter-ID einfach komplett verabschiedet. Richtig, denn wie gesagt, wir hatten dann halt hier auch einen Spielstand von der Aufnahme sozusagen, vom Ende der Aufnahme. Und da lebte Rudi ja noch, der stand dort, wo der Grabstein steht. Und da war er dann anscheinend aber auch schon im Backup irgendwie nicht mehr da. Also ganz, ganz komisch. Trotzdem lassen wir uns natürlich nicht unterkriegen, denn wir haben Dinge vor. Bleib doch mal stehen. Warum denn? Kann es sein, dass die Haare jetzt wachsen? Meine Haare sehen bei dir witzigerweise anders aus als bei mir. Aber guck doch mal, ich glaube, mein Bart ist auch länger geworden, oder? Echt? Nee, jetzt täuscht das. Das täuscht. Aber das Witzige ist, I don't know. Also vielleicht, ich hoffe, ich denke dran. Ich blende euch jetzt mal sicherlich parallel beide Ansichten ein, von Mario und von mir. Ich habe bei mir eine andere Haarfrisur. Aber denselben irren Blick. Ja, der Irreblick ist trotzdem da. Ja, du hast aber noch deine Kurzhaarfrisur. Ja, bei mir habe ich meine Kurzhaarfrisur, aber bei dir habe ich die nicht. Nee, du hast so ein bisschen, ja, Schulter, ein bisschen nicht ganz schulterlang, aber okay. Kurios. Naja, gut, wir werden sehen. Genau. So, nachdem Rudi jetzt ja weg ist, wir hatten eigentlich gehofft, dass wir heute ein bisschen vorankommen, dass wir irgendwie was killen können oder sonstiges, noch was zähmen können. Rudi ist fort, das heißt, wir haben wieder einen Schritt zurück und ja. Können noch mal irgendwas suchen. Wir haben nämlich nur einen Säbelzahn, der halbwegs ein brauchbares Level hat. Der andere war ja nur das Baby, was ja nur Level 150 rausgekommen ist. Na, mal gucken. Aber hier sind ein paar Morellas heute rum. Vielleicht klappt es ja mit einem davon. Und da ist ein Wolf. Wo? Ich sehe es gerade. Moment, da. Warte. Also, ja, daneben. Oh, Tatsache. Ja. Wir haben ja leider noch kein Kristall. Wir haben ja noch gar nichts. Nee, dafür braucht man eine Motte, weil das Problem ist, die ganzen Kristalle, die hier in der Nähe existieren, sind, glaube ich, alle auf den Bergen oben. Ja, weil mit Kristall hätte man sich jetzt schon Fernglas bauen können, um mal zu gucken, welches Level der hat. Oh, du bist schon bewaffnet jetzt, oder was? Nee, ich will nur mal gucken, was für ein Level der hat und ob der alleine ist. Habe ich eigentlich? Ja, ich habe Betäubungspfeile. 50 Stück noch. Wir warten erstmal kurz. Ja. Der hat Level 100. Na, für den Anfang? Ja, dann nehmen wir mit. Geht los. Ich habe auch extra schon die richtigen Pfeile ausgerüstet. Hast du keine Armbrust, sag mal? Ach so, ja, habe ich natürlich. Warum bin ich denn hier auf den Bogen gegangen? Was ist denn da los? Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie viel der braucht. Ja. Die macht aber auf dem Kopf reichlich Schaden, ne? Na komm. Noch war er nicht gelb, glaube ich. Nee. Sieht halt immer noch mies aus. Oh, Achtung, weg. Aber ihr rennt schon. Oh nee, bitte nicht im Wasser umfallen. Nö. Oh nee. Das fängt da schon wieder an, wie es nicht anfangen soll. Ja, das war das Gleiche. Ah. Ja, noch haben wir Glück, also noch ist er nicht eingepennt. Mhm. Komm, du kommst schon raus. Ja, genau. Warte, ich habe noch eine Bola. Die muss ich nur auswählen. Oh no, ich habe sie auf den Boden geworfen. Oh was? Oh Gott. Na, warum will er denn schon wieder schwimmen? Wolfi! Ich treibe ihn zu dir. Ja, jetzt komm her. Komm her, Kleiner. Ja? Was ja? Mit der Bola? Nee, doch nicht. Aber wo will er denn schon wieder hin? Was mit der Bola? Jetzt. Siehste. Geht doch. Na, ein Pfeil hat gefehlt. Das ist ja aufregend. Uiui. Meine Güte. Ist auch wieder die beste Stelle hier, weil es hier mal so schön garstig ist. Der schnarcht. Ja, der schnarcht ein bisschen. Das macht aber nichts. Aber immerhin ein Wolf. Naja, besser als nichts. Ja, so, warte mal kurz. Ich wollte eigentlich, ich habe beim letzten Mal ja noch irgendwie Tore gebaut, dass wir mal ein bisschen was für eine 10-Box haben oder vielleicht für so Morella-Tops. Und theoretisch, ich weiß nicht, ob so praktisch
Oh, ja, hallo, bitte. Lemantria, wir brauchen Lemantria. Ja, ich wollte nämlich mal gucken, was das hier für eine ist. Ach, du hast bei dir direkt eine? 45 ist das, ein bisschen niedrig. Ja, weil ich habe ja auch wenn ich hier draufsetze, kommen die nicht voran, die ist ja dann, da bin ich auch zu schwer, oder? Ich muss mal kurz. Also die kann man ja auch ganz normal betäuben, korrekt? Also ja, glaube ich. Ich probiere jetzt mal kurz eine andere hier anzuhauen. Du musst aber bolern, ne? Ja, ja, ich habe ja noch 3 Bolas. Was hat die für ein Level? Das weiß ich noch nicht, das werde ich gleich sehen. Bola, ich baue mal. Wo bola ich hin? Hä, wie kann man denn so daneben bolern? Nee. Oh nee, ich habe gar nicht getroffen. Oh. Hast du gerade, hier hat es gerade gescheppert, hast du die Bola in meine Richtung geworfen? Nee. Ich habe die hier vorne, ich war auf der anderen Seite vom Teich. Ja, aber hier hat es gerade geknallt. Aber ich war es nicht. Da ist bestimmt gerade die Bola eingeschlagen. Die ist übrigens Level 50. 50, ja, ist auch nicht viel höher. Eine 45er, eine 50er, ich brauche erstmal neue Bolas. Ja. Wow, also 3 richtig. Das Problem ist, wir haben jetzt kein Prime Meat oder so, sondern wir bringen irgendwo ein Bibi um. Ja, im Zweifelsfall. Wobei ja wahrscheinlich auch normales Fleisch ist, wa? Ja, ja kommen dann immer die 45er, aber es ist halt gar keine, dass wir und irgendwie die 50er, also an beide. Kristall rankommen. Ja. Ja, aber die andere ist ja gerade auf dem Boden enden, deswegen. Naja, dann fang du schon mal an, ich muss mir neue Bolas bauen. Ich habe das noch nicht so ganz verinnerlicht, dass wir die Quality of Life Mod drauf haben und ich gar nicht in die Bude rennen muss, um die Sachen zu holen. Muss ich mich erstmal noch ein bisschen dran gewöhnen, ne? Also können wir euch echt nur empfehlen, bei den Mods einfach mal nach QOL, Quality of Life Mod. Und dann habt ihr da die Vorteile, die damals auch Structures Plus oder Super Structures mit sich gebracht haben. Oh Gott, da vorne ist ein Terrorbird. Ist jetzt vielleicht auch nicht das, was man will. Du bist jetzt gerade vom Tor, ne? Ja. Wahrscheinlich erschieße ich die gleich. Also, ja, wow. So viel, hat die jetzt schon geleuchtet? Oh, ich habe nochmal getroffen auf gefühlt 300 Meter Entfernung, aber die ist auf und davon. Oh. Wahrscheinlich fällt sie gleich runter. Es ist halt blöd, dass du nicht gucken kannst wegen Torpor, ne? Wir brauchen Kristall. Da vorne ist ein Terrorbird. Naja, ich habe schon Watscheln gesehen. Wir können auch den Terrorbird nehmen. Ist mir egal. Wir sollten mit egal welchem Level anfangen. Ja, wir nehmen den jetzt einfach. Ich guck trotzdem mal, ob da irgendwie. Das ist Level 5. Ja, ich guck trotzdem mal irgendwie, was. Vielleicht ist Modder gerade runtergefallen. So, Terrorbird hat mich gesehen. Ja, Bola. Ist drauf. Level 10. Verarsch mich doch. Ernsthaft? Entschuldigung, nee. Du bist eine Fleischquelle hier. Level 10. Erzähl doch nicht, ey. Das ist halt also, immer so. Oh, nee. Witzig. Aber also die Motte, die braucht schon echt deutlich mehr Pfeile. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass die 45er so viel aushält. Hast du gesehen, wo die hingeflogen ist? Naja, ich hoffe, dass sie irgendwie noch im 10. Fortschritt jetzt auftaucht, weil sie runtergefallen ist oder oh so. Oh Tawny Dragon. Ja, die kannst du umbringen, das ist easy. Ja? Weiß nicht, welches Level, der hat bestimmt 150. Warum? Ich verstehe das nicht, die Anzeige ist irgendwie falsch. Oh, ich habe noch einen Terrorbird. Ja. Hier vorne. Er hat mich gesehen. Na, was bist du? Was bist du? Level 55. Nee. Warum steht der Tame in Progress, der Skorpion in der... Ah, oh, warte, sie ist runtergefallen. Oh, warte. Da oben, 100 Meter. Ja, komme gleich. Muss ich erst meinen Terrorbird abbauen. Habe ich Bären mit? Bären habe ich nicht mit. Shit, ich hole mal Bären. Warte mal. Welche brauchst du? Ich glaube, die ist ganz normale Bären. Also entweder halt ganz normal Gemüse würde gehen, theoretisch, oder halt ganz normale Mädchenbären, glaube ich. Oder irgendwelche Bären. Also ich meine, da ist jetzt auch nicht so wichtig, die ist Level 45. Wo da. Ist die jetzt hingefallen? Du kannst ja tracken, also da oben irgendwo. Ach so, warte. Na, ich muss mal gucken. Ich kann sie nicht anvisieren hier. Irgendwo da. Wie hieß das? Tames in Progress, ne? Ja. Wobei das bei mir ein bisschen gedauert hat, bis es angezeigt wurde tatsächlich. Ja, hier steht auch jetzt. Ach so. Hä, nee. Da stehen jetzt auch eine Skorpion. Ja, das hat ein bisschen gedauert, bis es aktualisiert wurde. Ach, jetzt. Das wurde bei mir falsch angezeigt. Okay. Na gut. Ja, ich war schon ganz fleißig Bären sammeln. Mit der Hand. Hat keinen Spaß gemacht. Deswegen haben wir den Trog hier voll mit Bären. Ich gehe mal kurz den Wolf füttern. Boah, das ist aber wirklich ein bisschen buggy. Ich wollte die gerade markieren und jetzt hat er bei mir wieder ganz andere ausgewählt. Was ist das denn? Ach, Quatsch. Mal. Tames in Progress. Also tatsächlich scheint es so zu sein, dass ASA, also ASA SE, nochmal anders verbuggt ist als ASA. Ja, wobei ich nicht genau weiß, womit das zusammenhängt, dass das so langsam aktualisiert wird. Vielleicht ist das ein Serverproblem, wobei ich das nicht glaube, ganz ehrlich, aber
Er sagt niemals nie. Ja, aber sagt niemals nie, das sagt stimmt. Sagt niemals nie. Vielleicht ist es aber auch einfach. Wobei das aber vorher schon nicht funktioniert hat so richtig, ne? Wir kennen das ja schon. So, ich bin bei Motti. Motti. Motti kriegt hier so ein bisschen was zu essen. Ich packe jetzt einfach irgendwie alle Bären hier rein. Ich habe gerade extra noch Bären geholt. Aber Wolfi ist... Ach, die ist ja gleich fertig. Ja. Na hallo. Gleich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, hat gerade 20% oder so. Ja, aber... In Ordnung. Opa. Hatten ihr Gewicht 200 Gewicht, ist ja nix, ey. Also, okay. Dann war zu schwer für. Da ist Metall, das kann ich leider mitnehmen. Das ist eine gute Idee. Hat es beim Wolf Fleisch reingemacht? Ja, ja. Ganz normales Fleisch reicht auch bei dem Level 100. Geht ja schnell. Ja, wie gesagt, also wir brauchen auf jeden Fall ein paar Tiere, damit wir vorankommen. Also idealerweise einen Morella-Tops müssen wir noch holen, weil einfach Narco-Berries von Hand sammeln macht keinen Spaß. Beete hat man vielleicht gedacht, dass es auch funktionieren könnte, aber dafür kriegen wir zu wenig Dünger zusammen. Ja, und keiner von uns muss ja aufs Klo. Ja, nicht, ab und zu mal schon, aber das ist zu wenig, als dass man sagen könnte, okay, es lohnt sich. Und das Problem ist, die Kackehäufchen, die fallen immer unter die Karte, also unter das Mesh. Und dementsprechend siehst du die halt auch nicht bei Tieren, wenn dann irgendwie Tiere was fallen lassen. Also zumindest die kleinen Kackehäufchen von Säbelzähnchen und Pulminoscorpius. Wenn die halt im Boden sind, achtest du halt nicht drauf. Du willst halt nicht alle zwei Sekunden da gucken, ob ein Tier kackt. Deswegen geht das ein bisschen schleppend voran. Aber gut Ding will Weile haben. Also ich habe gerade mal einen blauen Airdrop geholt. Was hat denn der da drin gehabt? Ein Blueprint für einen Mastercraft Lymantria-Sattel, also für den gelben. Na, perfekt. Das ist ein Zeichen und einen fertigen Iguanodon-Sattel. Wobei der Mastercraft-Sattel wahrscheinlich arschteuer ist für unsere Rohstoffversorgung gerade aktuell. Check ich gleich mal. Sekunde. Ich muss kurz Insekten einsammeln. Das ist da vorne. Anthony Dragon. Ja, das ist der von vorn. Also so ein Sattel kostet, oh mein Gott, 1149 Chitin, 1573 Hide und... Ja gut, 1512 Fiber. Also Fiber ist jetzt noch das, was okay ist. Ja, aber der Rest nicht. Der Rest überhaupt nicht, nee. Ich renne gerade mal hier oben noch so ein bisschen lang. Einfach falls du irgendwas bringst, bitte nicht zermotter, danke. Ja, gut, dass du es nochmal erwähnst. Da drüben ist auf jeden Fall Morella-Tops und da ist noch eine Motte. Ich weiß nicht, ob das die ist, die du vorhin gesehen hattest. Ja, Morella wäre ideal, wenn wir eins mit Baby finden. Weil dann rennen die halt nicht weg, wenn man die anschießt. Mhm. Dann kommt die halt in eine Box oder was auch immer, keine Ahnung. Interessieren wir uns für einen Gallimimus? Na, der kriegst du ja wahrscheinlich nicht gezähmt. Vernünftig. Also, du musst den ja betäuben und der rennt ja die ganze Zeit rum. Du kannst ihn ja nicht bolern. Ach so, der ist Level 75 und hat ein Baby hier. Ja. Aber das ist halt alles. Vielleicht würde er dann angreifen. Aber ich sag mal so, ich leg da jetzt nicht unbedingt viel Wert drauf, dass wir jetzt einen Gallimimus haben. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere größte Sorge. Ich habe hier noch eine Motte. Mal gucken. Noch eine andere. Mal schauen. Oh, oh, Raptor. Oh, komm mal her. Oh, zwei Raptoren. Oh je. Oh, komm mal her. Kling mal, wo? Einer da. Oh, drei Raptoren. Nee, okay, warte mal. Nee, es sind nicht drei, es sind zwei. Was bist du für einer? Level 105. Oh je, ich, traue mich gerade nicht, hier drauf zu schießen, weil hier gerade alles andere auch noch ist. Kommst du her? Ich hab nochmal gepinkt. Ja, ich versuch's. Oh Mann. Oh, der will mich. Das Schlimme ist, gleich rennt bestimmt der andere auch los. Ich habe ja zwei gebolert. Und der andere, ich weiß gar nicht, wo der andere hingerannt ist. Ping nochmal bitte. Hier bin ich. Da vorne, ja, okay. Ich muss meine Bolas auf jeden Fall auf einen anderen Slot legen. Gut, der kommt gerade nicht an mich ran. Das ist ganz praktisch. Na? Ist aber ganz geil hier. Hinter dir. Huch, oh Gott, da ist er wieder. Da. Ah ja, hast du gemacht. Ja, also wir müssen uns hier irgendwie... Jeder. Achso, das war niedriger. Gut, ja, 15. Ja, aber der 105er, den können wir ja mal probieren. Der hängt auch so schön im Strauch. Das ist die Reinkarnation von Rudi hoffentlich. Boah, es sieht echt blutig aus. Okay. Ich wollte sagen, es sieht schon so blutig aus. Ich glaube, dass der fällt gleich tot um. Ja, aber der hängt jetzt hier schön drin. Riecht Fleisch. Gepasst. Ist jetzt hier wieder Zähm-Action. Da vorne ist eine Motte. Was hat die denn für ein Level? War das die du checken wolltest? Ja, genau. Das war die. Level? Oh, Gott, oh hallo. Para. Hallo, Para. Oh, guck mal, wir haben hier wieder fliegendes Gras. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Was bist du für ein Level hier, kleiner Mann? 40. Oh, komm mal mit.
komm, da oben ist ein. Ich bin auf dem Weg. Oh. Ich habe ihn gerade nur an der Kante oben lang gesehen. Ich muss kurz hier mal die Bolas auf meinen Slot legen. Ich weiß gar nicht, kann man Tylas Bola? Nee, kann man nicht, glaube ich. Nee. Was war denn jetzt mit der Motte? Level 60. Lass uns erstmal das fertig machen, was fertig ist. Okay. Eins nach dem anderen, bevor das gleich wieder in die Hose geht. Mhm. Ich würde auf jeden Fall gleich mal gucken, was das für ein Tyler ist. Ja, mach mal. Boah, ich habe gar nichts zu essen. Also höchstens Bären jetzt hier auch mal. Wir haben ja auch noch keinen Kühlschrank, oder? Nee, wir haben noch keinen Generator, nix. Weil uns fehlen Perlen für Electronics. Ah. Na, sowas. Achso, warte der mal. Der Wolf ist aber auch schon gut dabei. Der hat fast 60%. So. Die Sache ist halt mit dem Tyler. Tja, wie kommt man da am besten ran, ne? Naja, ohne, dass der an einen rankommt. Den muss man ranlocken, dann mit Billboards einbauen und los geht's. Ach so. Okay. Mal gucken. Also ich habe ihn leider nicht gesehen. Wo eierst du eigentlich gerade rum? In der Base. Ach so, du bist in der Base. Ach so. Cementing Pace, okay, könnte problematisch werden. Ich glaube, wir haben nicht genug. Na, ein bisschen was kannst du noch anschmeißen. 91, ja, vielleicht brauchen wir nicht 91. Machen wir 30. Ja, ich renne hier mal kurz noch rundherum. Gucken, ob hier noch irgendwas direkt am Obelisken, also in der Nähe vom Obelisken noch rumeiert, was wir gebrauchen können. Ja, du kannst ja mal, wenn du irgendwo Redatops in der Nähe siehst, mal checken, was die für ein Level haben. Ja, ja. Da kann man ja wenigstens rangehen. Ja, ohne, dass schon. Die einen angreifen. Schon. So, Cementing Pace ist in Arbeit. Hallo, ist hier wer? Oh, da ist noch ein Prokopto-Hüpf. Ja, da könnten wir, also theoretisch, wenn es ein gutes Level hat, können wir das auch holen. Hm, ja, muss ich mal gucken. Da hinten ist Morella-Tops. War schon ein Stück weg hier. Ich gucke mir die Lage mal an. Ich bin jetzt hier so richtig in der Wüste. Ich habe schon Sand im Schuh. Ja, sehr schön. Man kennt's. Oh Gott, das wird wahrscheinlich gleich ein richtig krasses Unterfangen, hier so ein Tylacoleo einfach in der Box einsperren. Also normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, man nimmt vielleicht Tor oder so. Kurze Frage, Morella-Tops 95? Ja, klingt okay, sag ich mal. Ich habe nur nichts zum Einbauen mit. Zum Einbauen kann ich was mitbringen. Ich habe ja wieder Tore gebaut. Habe ich die denn hin? Ach, hier in den Schrank gelegt. Ich sollte mir auch mal welche einpacken. Also, ja, ich komme mal kurz zurück, hole mir das Zeug ab, dann musst du jetzt nicht herkommen. Ich muss eh in deine Richtung, oder nicht? Musst du? Ich bin in der Wüste hier. Also, ich ping mal. Ich bin schon ach, ein bisschen da vorne? Bist du? Ich dachte, du bist noch da oben. Nee. Was ist mit dem Raptor? Ja, der den hast du liegen lassen. Ja, ja, der ist ja bei 53%, okay. Der chillt. Der Wolf ist gleich fertig. Mhm. Also ich komme mal vorbei, hole mir was ab zum Einbauen. Ne, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich komme dir entgegen. Gut. Hallo Wasserkäfer. Ach, ganz verwirrt. Ich dachte, was liegt denn hier im Gras? Aber das ist ein Lüstro. Hm. Oh, wo bist du? Der lüsterne Lüstro. Ich bin hier. Noch ein Stück weiter runter? Oder ach, da unten bist ja, du. Ja, ich bin hier runtergelaufen. Oh mein Gott. In den Sandgraben. Wie bist du denn hier so weit gelaufen? Na, weil hier kein Morella sonst war. Du kannst doch da oben gucken, da wo es vielleicht nicht ich so fand das aber hier mal ganz ja, wahrscheinlich kommt hier gleich ein Todeswurm raus. Ja, ganz großes Kino. Ja. Vielen Dank. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da oben ist noch eine Motte. Die muss ich mal ganz kurz hier runterhauen. Komm. Diesmal habe ich sie getroffen. Was bist du? 140! Na komm, leg um. Mach ich. Ich komme nochmal zurück. Ich habe mich leider angepieselt. Ist okay, die braucht richtig viele Pfeile. Ja, müssen wir schnell sein. Der Bogen schießt nur nicht so schnell. Aber 140 ist ja auch schon eine Ansage hier. Ich stell mich mal davor, dann fliegst du vielleicht in die andere Richtung davon. Ja. Ola am Anschlag. Ah, ich kann gar nicht rennen, warum? Na, weil sich angepieselt hat. Ja, okay, nee, jetzt geht's schon wieder. Ich weiß auch nicht, was da los war. Oh, ich habe nochmal getroffen. Oh, krass. Okay, ich bin auf dem Weg. Komm. Ja, also ich meine, Richtung Base ist ja schon okay. Das oh, der Wolf ist fertig. Ich wollte mal eben. Ich habe keine Ahnung, wo die hingeflogen ist, ne? Also. Ja, ich sehe die ja noch. Ich verfolge sie. Okay. Dann hole ich mal schnell Wölfchen. Bist du das? Motti?
Nee, jetzt ist hier noch eine Zehner-Motte. Das heißt, du hast sie nicht im Blick. Na, ich hatte sie gerade im Blick. Das ist eine andere. Ah, warte mal. Die ist, glaube ich, jetzt hochgeflogen. Okay, so, Wolf ist fertig. Ach, das ist ja verrückt. Aber das ist super. Hat der irgendwas Gescheites? Naja, es ist jetzt nicht so dolle, aber besser als gar kein Tier. Wir müssen mal anfangen mit irgendwas, ne? Also. Ja. Oh Gott, da sind Raptoren. Ich hoffe, die. Oh. Warte mal. Wo denn? Ja, ich habe gerade gepinkt. Hm. Gucken wir das mal kurz an. Ich gehe mal kurz zur Motte und versuche die irgendwie abzuholen. Ja, es ist ein 55er und ein 70er. Kannst du umbringen. Ja, mache ich. Oh, einmal muss Motti noch fressen. So, das ist schon mal ganz gut. Und dann können wir theoretisch Kristall holen gehen. Oh, da vorne kommt ein gelber Airdrop mit Ringen. Nimm ihn mit. Ja, der ist sehr weit weg. Also, zu Fuß gehe ich da nicht hin. Nee. Mit Motti würde es wahrscheinlich gehen, aber wahrscheinlich ist Motti dann gleich weg. Ja, leider habe ich die andere aus dem Blick verloren. Das ist ja echt bitter. Ja, vielleicht kann man die gleich noch tracken oder so. Ja, vielleicht ist sie runtergefallen. Muss ich mal gucken. Aber die hat ja noch gar nicht genug Pfeile gehabt. Na, ich weiß es nicht. Manchmal, das tickt ja noch hoch mit der Zeit. Oh, Level 95 so pro Kopto-Hüpf. Hm. So viel hat die jetzt nicht abbekommen. Ja, ich würde es jetzt nicht ausschließen, ne? Habe ich denn hier den anderen Raptor abgelegt? Die Leiche nicht. Aber ich habe sie beide umgebracht. Warte mal, Limantria. Nee, liegt leider nicht ist unten. Ist nicht trackbar, ne? Schade, aber die brauchen wirklich viel. Ja, ich eier mal ganz kurz rum. Ach, der Raptor ist fertig. Oh. Bring den mal in die Base. Ich habe jetzt leider keinen Sattel mit. Tja, hat mir nicht für Rudi letztens noch einen Sattel, aber der ist ja mitsamt Rudi abgehauen. Der ist mit Rudi tatsächlich gegangen. oh Gott, also, das ist schon. Oh, Motti, hallo Motti. Was ist die? Kannst du ist die neue die 227 Gewicht, oh, die kann halt auch nicht viel tragen, ne? Komm mit Motti. Die muss nicht schnell sein, die muss nicht ultra viel tragen können. Hauptsache, ich kann irgendwie 20, 30 Kristalle oder sowas holen, keine Ahnung. Ja, müssen das wir nur gleich. Das ist für den Anfang ja schon mal gut. Müssen wir gleich noch einen Sattel bauen. Ich bring jetzt erstmal den Raptor nach Hause. Mein Gott, das geht ja heute Schlag auf Schlag. Ja, aber weißt du, beim nächsten Mal fehlt wieder die Hälfte der. Na, hallo, hier. Aus. Aus. Warum habe ich denn so einen Hunger? Ich muss gleich mal hier okay, essen. Okay, die Motte ist jetzt schon ein bisschen verwirrt, die ist direkt gegen den Baum geflogen. Warte mal, da nicht durch. So. Hallo, Motte. Guck mal, Motte kommt, Raptor kommt, achso. Lymantria, hab ich noch nicht gelernt. Mal gucken, was der kostet. Ich hoffe, der ist nicht so teuer. Lymantria-Sattel. Ach nee, die KI der Tiere ist wieder großartig. Du sollst da einfach nur durchs Tor. Ist aber auch wirklich blöd hier mit diesem Hang. Dass die Tiere hier so im Weg stehen. So, dann packe ich mal alles raus und geh mal Kristall holen. Das finde ich gut. Dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen Dings haben. So, also Fernglas oder so. Da ist er. Sehr schön. Ey, also hier ist kein Platz für Tiere. Bisschen voll jetzt hier schon. Du kannst ja auch einfach mal die Tiere da drüben hier ein bisschen hinstellen. Ja, ich muss erstmal mir Essen kochen hier. Essen ist im Skorpion drin. Ach, im Skorpion. Da habe ich das gekochte Fleisch reingelegt, weil wir haben ja keinen Kühlschrank. Gut, lecker, lecker. So, hallo Motti. So, ich stelle mal kurz hier einen Raptor-Sattel her. Ist jetzt natürlich kein hohes Level, aber ist erstmal egal. Hauptsache Kristall, weil ohne Fernglas ist halt einfach wow. Das bringt nichts, ne? Yay. Also, oh, was ist das denn hier? Tschüss. Ach so, tschüss, gute Reise. Oh, kommen Sie wieder. Die ist ja doch ganz flott. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin ja ganz neidisch. Wow. Nicht schlecht. Boah, damit kann man halt erstmal Viecher in irgendeine 10-Box locken. Mhm. Da ist der Thylakoleo. Dann müssen wir gleich mal gucken, was für ein Level der hat. Eieiei. Ja, da bin ich gespannt. Ich hoffe, hier ist Kristall oben. Aber ich glaube, hier ist Kristall oben. Ich glaube, auf den ganzen Plateaus sind Kristalle. Der Raptor ist auch Kristall, schon dass ich das nachher lebe.